hey, hier dieses special Ding da war, das da in der Mitte ist, keine Ahnung, was das Ding ist, aber ich habe das einfach gekauft oder so. Also, hey Leute, willkommen zurück. Abi fickt mein Leben. Nächste Woche Freitag, UX Charlie, erste Abiturprüfung, höchster schulischer Bildungsabschluss Deutschlands. Es wird wirklich vollkommen egal, welchen Gott ihr anbietet. Betet bitte für mich mit. Also, wie ich auf dem UX Charlie offiziell nach der ersten Abiturklausur weint, exklusiv auf Snapchat. In den Wochen nach dem Abitur wird ihr natürlich auch wieder Content gegrindet. So wie vorher? So wie vorher. Ach, ihr liebt mich doch trotzdem, oder? Also, ich euch nämlich auch. Ihr seid meine Jünger, meine radikalen Jünger. Jünger, meine UX-Charlie-Ultras. Ich bin sowas wie Jesus, mit weniger Bart. Und weniger Fans. Missgebildet hab ich mal auf Twitter Red Jesus genannt. 14 zu 17. Mit weniger Fans. Und weniger Likes. Aber pass auf, ja, aber ein Kollege von mir hat einen Dance-Move erfunden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er den erfunden hat oder ob er den geklaut hat. Nein, sowas klaut niemand eigentlich. Wenn der geklaut ist, dann ist das ja auf so vielen Ebenen armselig. Also halt bei dem Job, also ihr betet erst vor dem Job für eure Sünden. Also pass auf, ihr habt halt einen Job, ja, vor dem Job betet ihr halt für eure Sünden, die ihr ja gleich begehen werdet. Oh, nee, ja. Und dann beim Job macht ihr halt den Jesus. Mein Gott. Das ist der Jesus. Ja. Ist das armselig. Also passt auf. Das ist jetzt unser Move, ja? Habe ich die Reichweite, sowas durchzusetzen? Bestimmt. Das ist der Red Jesus. Wenn ich irgendwelche Snaps von euch bekomme, wie ihr den Dance-Move auf einer Party oder im Club macht, ich küsse euch und snap euch auch zurück, ja? Und falls sich irgendjemand mal selber in einem Club sieht, der diesen Dance-Move auspackt, so ich denke mal, er wird rausgeschmissen. Ich bin mir übrigens noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt Goa-Musik feier oder scheiße finde. Ich glaube, man muss regelmäßig Drogen nehmen, um sowas zu feiern. Aha! So viel zu regelmäßig Drogen nehmen. Ihr könnt den Red Jesus natürlich auch zur Musik von AC/DC, Rihanna oder Apo Red machen. Ich weiß echt nicht, ob ich Goa jetzt geil finde oder scheiße. Was ich aber scheiße finde, und das passiert mir wirklich mittlerweile jeden Tag. Leute, die an der Kasse nicht ihre Trennteilchen hinter ihre Ware legen, die sie kaufen möchten. Aber diese Trennteile, die du da auf dieses Band legst, die zwischen eurer Ware und deren Ware ist. Ich lege dann immer mit Absicht meine Sachen so nah wie möglich an deren Sachen dran, damit die dann so denken, ja, aber ich möchte doch gar nicht seine Sachen auch noch bezahlen. Dann mache ich jetzt mal dieses Trennteil dazwischen. Ah, jetzt fällt es dir also auf. Ich glaube, ich bin der größte Allmann ever. Ich möchte aber nicht noch deine Sachen mitbezahlen, ne? Ah, wirklich? Dann leg doch dieses scheiß Trennteil hinter deine Scheiße, so als hätte ich den Fehler gemacht. Ne? Aber leg doch einfach diese Trennteile hinter eure Sachen, wenn ihr nicht noch die anderen Sachen von den anderen bezahlen wollt. Aber nein, das kommt davon. Oder passt auf, was ich auch hasse. Fahrradfahrer, die auf der Straße fahren. Rechts ist ein Fahrradweg, ein gebauter Fahrradweg. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich fahre dann immer richtig langsam hinter denen, bis sie richtig abgefuckt sind und wieder auf den normalen Fahrradweg zurückkehren. Ich glaube, ich bin der größte Allmann ever. Und jetzt erzählt mir auch nicht in den Kommentaren von wegen, ja, aber ich habe aber ein Sportfahrrad und deswegen muss ich auf der Straße fahren, weil die ist nicht so holprig wie zum Beispiel ein Fahrradweg oder so. Was hat man sich denn für ein scheiß Fahrrad gekauft, wenn du mit diesem Fahrrad nicht mal auf dem Fahrradweg, der eigen dafür gebaute Weg, fahren kannst? Ich bin bis zur 12. Klasse größtenteils mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Und ich bin nicht auf der Straße gefahren, weil es abfuckt, okay? Fahrt auf dem Fahrradweg, Leute. Fahrt auf dem scheiß Fahrradweg. Also, weil in den nächsten Wochen ja wieder unregelmäßig Videos kommen werden, wegen den Abituren einem, aber halt immer Videos kommen werden, wenn ich Zeit habe, so gesehen, habe ich heute eine kleine Überraschung für euch, ja? Da seht ihr es, habt ihr es gerade. Ich bin der einzige YouTuber, der irgendwie Werbung für ein Produkt oder eine Brand macht oder so. Und irgendwie die Leute sagen so, oh ja, das ist aber echt geil, das wünsche ich mir zurück. Also, für alle Leute, die wieder eine Dose Effekt mit mir zusammen aufmachen wollten, heute ist die Chance dafür. Also, wie gesagt, die Videos kommen unregelmäßig in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Aber ich hoffe mal, ihr versteht das auch, weil ich mache halt auch null Profit mit YouTube. Also, ich mache das halt wirklich halt nur für euch, weil es mir halt Spaß macht, so gesehen, ja. Abonniert einfach meine Social Medias und dann verpasst ihr halt auch nicht, wenn ich ein Video hochlade, so. Und im Abitur weine. Also, 3, 2, 1... Ich hab's auch vermisst. Kommentiert mal, wie euch das Video heute gefallen hat. Also jetzt im Ernst, ja? Was ist das denn? Einfach so von der Themenbehandlung und... Schreibt immer in die Kommentare, wie ihr es heute fandet. Und jeder von euch, der keine Bewertung auf dieses Video abgibt, ist ein Red Judas. Baby, gar nicht was du wohnst jetzt in Paris. Baby, ja, du hast dich wohnt jetzt in Berlin. Wo ist die Liebe hin? Wo ist die Liebe hin? Abi fickt mein Leben.